AfD-Chef Gauland bietet den 600 Delegierten in Augsburg gleich zu Beginn verlässlich das, was hier am besten ankommt. Merkel muss weg, Parolen. Merkel fällt, egal wie lange sie noch mit den Armen rudert. Sie hat ihre Partei gespalten, sie hat unser Land gespalten und sie hat Deutschland in Europa isoliert, wie Erich Honecker auch. Der AfD-Chef hat heute hier viel Applaus bekommen, als er den aktuellen Zustand der Bundesrepublik verglich mit der DDR kurz vor ihrem Ende. Merkel sei wie Honecker, Journalisten staatsgelenkt wie zu SED-Zeiten. Währenddessen protestieren etwa 5000 AfD-Gegner bisher friedlich, abgesichert von über 2000 Polizisten. Drin machen sie sich warm für die anstehenden Landtagswahlen. In Bayern will man im Herbst die CSU bekämpfen unter dem Motto, wir sind das Original. Noch mehr aber nehmen sie sich für nächstes Jahr im Osten vor. Unsere Zielsetzung in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen ist keine andere als Ende 2019 zur stärksten Partei des Ostens aufgerückt zu sein. Um gerade im Osten zu punkten, würde der Thüringer Höcke gerne eine sogenannte Staatsbürgerrente ins Sozialprogramm der AfD aufnehmen. Einen Zuschlag nur für Deutsche, nicht aber für Ausländer. Der zweite Vorsitzende ist dagegen, bringt heute ein eigenes Konzept zur Renten- und Sozialpolitik ein. Ich bin Verfechter sozialer Marktwirtschaft auch in der Altersvorsorge durch und durch. Wir brauchen ein Steuersystem, das einfache Arbeit deutlich entlastet und Kapitaleinkünfte und ich betone Luxuskonsum deutlich stärker belastet. Streit wird auf dem Parteitag für spätestens morgen erwartet, wenn die AfD entscheiden muss, ob und wenn ja, welche parteinahe Stiftung sie künftig haben will.